Ich bin gerade dabei, meine Koffer zu packen. Ich fahre nämlich am Montag nach Venezuela. Da trifft sich die Linke Lateinamerikas. Ganz spannende Konferenz wird das. Kommen Leute aus El Salvador, es kommen Parteien aus Guatemala, aus Nicaragua, es kommt der ehemalige Präsident Brasiliens, mein Freund Lula, und seine Nachfolgerin Dilma Rousseff. Es kommen Genossen aus Uruguay, aus Argentinien. Also man trifft sich, um zu besprechen, was macht man gemeinsam. Die Linke in Lateinamerika und die Linke in Europa. Und ich fahre da eigentlich hin, um Ihnen nochmal zu sagen, wir haben im Bundestag der Bundesregierung die rote Karte gezeigt. Das ist meine Abstimmungskarte. Bei namentlichen Abstimmungen schmeißt man die rein. Mir ist die rote Nein-Karte am liebsten. Ich habe Nein gesagt zum neoliberalen Konzept der Bundesregierung, was Lateinamerika angeht. Die wollen Umwälzung. Die freuen sich natürlich ungeheuer, dass in Paraguay der linke katholische Bischof, Staatspräsident Lugo, abgesetzt worden ist. Die freuen sich, dass in Honduras Zelaya als Präsident nicht mehr im Amt ist. Die wollen, dass in Lateinamerika wieder von rechts regiert wird. Und wir wollen, und ich möchte, dass in Lateinamerika von links regiert wird. Deswegen meine Solidarität mit Nicaragua, mit Bolivien, mit Brasilien, mit Argentinien. Und dann gibt es immer so am Rande viele bewegende Treffen. Wir haben so eine Verabredung der alten Kommandantes. Ich habe ja früher auch Geld gesammelt für El Salvador, für den Rundfunksender. Wir haben dafür gesorgt, dass die Frente auch Waffen hatte und sich verteidigen konnte. Und dann treffen wir uns und hetzen mal über die Jüngeren, die nicht so viel hinkriegen wie wir, wo wir Revolution in Lateinamerika ganz groß geschrieben haben. Es wird heute anders gekämpft in Regierung und Opposition. Aber die Absicht ist gleich. Man will eine Gesellschaft der Freien, Gleichen, von Menschen mit Würde und aufrechten Gang. So, ich freue mich auf die Reise und ich werde euch informieren, wenn ich zurück bin, was bei rumgekommen ist.